So, liebe Freizeitparkfreaks, wir kommen zur Inneneinrichtung einer Innenkabine der MSC Divina. Das ist die 5034, vollkommen ausreichend für zwei Personen, sehr modern eingerichtet. Das sieht man auch hier wunderschön an den Gemälden, an den Wänden und auch an den Anrichten, hier an den Kommoden. Die Lampen lassen sich separat mit einem Kippschalter an- und ausmachen. Somit kann jeder dann individuell noch wach bleiben oder nicht. Das finde ich sehr, sehr schön, auch sehr gut vom Bett zu erreichen. Dann haben wir in den Kommoden noch ausreichend Schubladen, zwei Stück. Vollkommen ausreichend für 2 bis 3 Wochen, wenn nicht sogar auch eine Weltreise übers Meer. Dann haben wir einen riesengroßen Spiegel über dem Bett, finde ich persönlich auch ganz cool. Dadurch wirkt die Kabine größer. Dann haben wir dann rechts vom Bett haben wir dann die Anrichte, um sich fertig zu machen für den Galaabend. Auch für die Damen sehr perfekt geeignet, weil hier drüber sind noch LED-Strahler. Die lassen sich dann mit dem Lichtschalter an- und ausmachen. Dann haben wir 2 europäische Steckdosen und 2 amerikanische Steckdosen. Normalerweise steht hier mein MacBook, um meine Videos zu beschneiden. Dann haben wir im Endeffekt eine wunderschöne Schublade. Ich habe jetzt einen kleinen Fehler eingebaut. Wer aufgepasst hat, was ich gerade formuliert hat, weiß, worauf ich hinaus will. Ich schneide nämlich gar keine Videos. Hahaha, reingefallen. Ja, ja, so kleine Tricks sind immer ganz super, die einzubinden. Ja, dann haben wir die 2 Poolhandtücher. Bitte darauf achten, dass ihr die immer wieder mit zurückbringt, weil sonst kommen wahrscheinlich $20 auf euch zu. Die werden euch dann in Rechnung gestellt. Man sieht es hier wieder ganz schön. Auch wie bei der Costa genauso gehalten und bei der Royal Caribbean auch. Dann haben wir im Endeffekt die 2 Wasserflaschen, die natürlich zu den Konditionen in der Preisliste entnommen werden können. Die Preisliste haben wir jetzt hier in die Schublade gepackt. Aber die Preise sind vollkommen in Ordnung. Gin $8, Wodka $8, Fuji Juice, Cola $3,25. Das sind die gleichen Preise wie draußen auf dem, an den Bars auch. Also das hält sich gleich. Also wie gesagt, die Minibar ist auch gut bestückt. Wie man sieht, Bud Light, Heineken, Corona, ja, mal Gin. Ja, dann haben wir noch unsere Fanta, eine Flasche Sekt, die gehört jetzt natürlich nicht dazu. Die haben wir gesondert bekommen, weil wir einen gewissen Status haben. Dann 2 mal Orange Juice und was zu knabbern für den Filmeabend auf dem Schiff. Filme bei langen Strecken sind inklusive, bei so Kurzstrecken kosten die $7. Das ist uns jetzt bei der kurzen Tour jetzt aufgefallen. Ich wollte mir nämlich einen Film im Endeffekt abends angucken, wollen sie $7. So, dann kommen wir zu den Schränken. Hier oben ist natürlich schön symbolisiert, dass hier die Warnwesten hinter versteckt sind. Was ich sehr schön hier finde, sind die ausreichenden Schubladen. Das hat mir so ein bisschen auf den anderen Schiffen so gefehlt, weil die auch sehr schön sind, weil die auch so schön einrasten, finde ich sehr, sehr schön. Auch der ganze moderne Stil. Sprachdefizit. Ja, dann haben wir, wie gesagt, noch Fächer. Ausreichend. Oben ist wieder eine Warnweste. Fächer. Also vollkommen ausreichend. Dann haben wir einen riesengroßen Kleiderschrank, wo man auch wunderbar unten die Tasche verstecken kann. Auch oben ist noch Platz. Ja, also das ist alles schön angeordnet. Und jetzt kommen wir zum Badezimmer. Hier haben wir die Klimaanlage. Ja, das brauche ich eigentlich nicht viel zu erklären. Warmer, cooler, also wer es kühler haben möchte, nach unten. Funktioniert eigentlich auch sehr gut. Diese Kabine hatte ziemlich viele Mankos, wie man hier gerade leider sieht. Auch der Lichtschalter hat eine Macke. Ja, hier ist der Masterschalter. Dann geht eigentlich alles aus, wie man sieht. Ja, dann wie gesagt die Karte reintun, die man halt bei den allen Schiffen bekommt. Da steht halt der Name drauf und von wann bis wann man die Kreuzfahrt vornimmt. Und ja, weil man abends, wir nehmen immer die 2. Tischenzeit, weil wenn man Ausflüge gebucht hat, muss man sich nicht so abhetzen. Kleiner Tipp so am Rande, bis man dann im Endeffekt wieder gestresst am Tisch sitzt. Ja, dann kommen wir zum Badezimmer. Also was ich sehr, sehr schön finde, ist mir direkt aufgefallen, die Fliesen am Boden. Finde ich sehr, sehr schön. Obwohl Holz geht auch, aber Holz ist natürlich, was Bakterien angeht, auch nicht so der beste Hit. Dann haben wir oben eine Wäscheleine von links nach rechts gespannt. Die Dusche lässt sich dann, wie man hier sehr schön sieht, auch weitläufig aufmachen. Hier oben sind so Einrastmodule, darauf achten, dann ist die auch dicht. Morgens kann man das schon mal verchecken, da muss man sich nicht wundern, wenn man nasse Füße hat. Ja, da brauche ich ja jetzt nicht viel zu sagen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist die Anrichte, auch mit dem Seifenspender hier. Und wir achten auf den Flaschenöffner. Ja, riesengroße Spiegelfront, auch wieder mit ausreichenden Strahlern. Dann haben wir wieder eine amerikanische Steckdose. Es gibt bei eBay günstig auch Adapter für die Euro-Norm zu holen. Ja, da brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer
von mir aus kriegt die Innenkabine eine gute 2, bis auf die Mankos, die wir jetzt hatten. Auch von der Einrichtung und auch von der Platzgröße sehr schön. Und für den Galaabend haben wir dann noch natürlich noch abends den großen Spiegel, um nochmal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. In der Hinsicht, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Check it out. Schöne Grüße an Frank.